So, ich grüße euch. Ich habe mal wieder ein bisschen aussortiert bei mir. Ich habe meinen Furnace für 3,67 € verkauft, den ich mal für 1,70 € gekauft habe und so weiter und so weiter. Die Türen steigen auch langsam wieder. 1,53 €. Jetzt würde ich sogar mal mit Gewinn bei dem Tor hier rausfahren. Ich behalte es aber. Das steigt auch langsam. 1,66 €. Ja, 1,24 €. Na sauber. Gestern stand er noch bei 1,09 €. Es läuft langsam. Ich möchte mal. Oh, die Schuhe sind geil. Die steigen, Alter. Die sind bei 1,52 €. Habe ich für 90 Cent gekauft. Ja, die sehen aber auch gut aus. So, 3,38 €. Mein geiler. 2,43 €. Ich weiß nicht, soll ich diese Tür verkaufen? Ich habe noch eine andere Sheet Metal Door. Die hier, die sieht auch geil aus. Aber die ist auch am Steigen. Ist egal, ist wieder alles am Steigen. Naja, gut, außer mein Furnace. Meine geile Box für 1,41 €. Ich habe auch meine. Oh, ich habe alles. Ich habe so viel vertickt. Und jetzt bin ich auch schon, wie gesagt, ich habe mal irgendwann bei 20 € angefangen. Jetzt bin ich schon bei 39,67 €. Und ich habe immer noch ganz brauchbare Sachen. 2,71 €, der ist auch schon wieder gestiegen. Die behalte ich fallen. Frankensteinmaske 1,22 €, 1,43 €. Was ist denn hier? 1,31 €, die ist schlecht. Oh, mein Bag ist schon bei 1,70 €. Ja. Und hier? Nö, immer noch schlecht. So, hier haben wir den Wandteppich. Den werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Der hat mich zwar 1,30 € gekostet, aber den finde ich cool, um den mal so außen an der Base dran zu klatschen oder so. Finde ich geil. Bonehenge 2,01 €. Okay, die habe ich auch für 1,30 € gekauft. Die sind jetzt nicht so gut. Aber da ich eh keine große Box mehr habe, weil ich alle rausgehämmert habe, werde ich die behalten. Die sieht ganz schön gay aus, aber ist egal. Mein Furnace. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal, was der Markt. Vielleicht gibt da ja noch irgendwas Brauchbares, einen günstigen Furnace oder so. Das wäre schon ganz nice. So, dann gehen wir jetzt mal hier unten hin. Bam. Rust-Markt-Gegenstände habe ich. Dann sortieren wir die einfach mal nach Preis. Was hier so an brauchbarem Shit ist. Ja gut, das sind alles so die 7-Cent-Gegenstände, die wird man eh nie verkaufen. Das ist auch das, was man halt mal gratis kriegt gelegentlich. Das ist alles schrottig. Schrott, 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 Schrott. Hier sind irgendwelche normalen Boxen. Hatte ich auch alle schon. Alle am Anfang, aber naja. Jacket, die hatte ich auch schon. Den Medic Helmet. Das sieht so schlecht sieht das jetzt auch nicht aus. Aber. Okay, hier. Fußballerhose. Im Sport. Ja, und hier Chestplate, Face Mask. Gehen immer vom Preis her. Kann man für 90 Cent kaufen, aber in den seltensten Fällen kriegt man irgendwas großartig an Kohle daraus. Hoodie, ich bin eigentlich immer so auf der Suche nach hier. Das kann man eigentlich kaufen. Für 97 Cent ist so eine. Ne? Wie heißt? Satchel ganz cool. So eine Weihnachts-Satchel, die werde ich auch noch ewig behalten, denke ich mal. Das sind so die Gegenstände, die nicht abgeben werde. So, hey, es ist irgendwie bin ich schon bei über 1 € und es ist noch nichts da. Aber jetzt müssen gleich die ersten Furnaces, whatever kommen. Ja, okay, die komische Laterne nicht. Nein. Es gibt doch auch nichts zu kaufen. Home Sweet Home Furnace für 1,17 €.
Broken Furnace, den ich hatte, der war geil. Aber ich spiele das Spiel halt einfach zu selten, um so einen Furnace zu besitzen, der 3 Euro und ein paar Zerquetsche kostet. Oder der 3 Euro und ein paar Zerquetschte wert ist. Snowboy hatte ich auch schon als Furnace, habe ich aber auch für mehr Geld vertickt. Ich hoffe, der Lighthouse Furnace geht mal hoch, weil Christmas Night ist auch alles so eine Minus-Dinge. Santa Furnace. Ja, sieht nicht scheiße aus, aber ist jetzt nicht so der Burner. So, es gibt hier aber auch nichts. So ein Moonlight Rock ist auch noch okay. Ja, die werde ich behalten. Die steht jetzt bei 1,40 €. Die habe ich nur einmal. Die behalte ich. Ist mir scheißegal. Collected West. Sharptooth. Nee, hier ist nichts. Celtic Python. Schlafsäcke gehen immer ganz gut. Sind auch leider im offiziellen Shop selten zu kaufen. Meinen habe ich von Halloween vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, die geht langsam, aber sicher. Bald kann ich sie auch verticken. Obwohl, jetzt muss ich aber gleich erstmal was gucken. Jetzt muss ich gleich erstmal was gucken. Bitte. Markt. Jetzt müsste ich mal meinen Gegenstand sehen hier. Habe ich denn? Na, die habe ich noch. Okay. Hier habe ich meinen Marktverlauf. So, bam. Hier der Ghostly Flame. Den habe ich für 3,67 Euro vertickt. Aber den hatte ich auch schon. Hier 1,60 Euro habe ich gekriegt für die Box. 1,30 Euro bezahlt. Habe mir noch eine zweite gekauft. Habe ich einem Kumpel geschenkt. Monster Furnace, 1,61 Euro. Ich wette drauf, dass der jetzt auch schon ein bisschen höher liegt. Den Ghosty Flame, den habe ich am 7. März reingestellt. Bam, sofort verkauft. Sofort, alles sofort. Die Sachen gehen immer so geil. Ja, und von meinem Steam-Gewinn werde ich mir jetzt, glaube ich, werde jetzt dieses Wochenende mal Dings probieren. Conan Exiles, und dann werde ich mir Conan Exiles ziehen, scheißegal. Was würden wir denn kriegen, wenn wir die jetzt verkaufen? 1,51 Euro ist schon... Was? Am 1. März wurden die für 4,50 Euro verkauft. Oh, die, warte mal, die sind im Preis, die sind jetzt wieder ein bisschen gefallen. Okay, die werde ich erstmal noch behalten. Vielleicht sollte ich auch öfter mal reingucken. Was ist denn mit dem hier eigentlich? Uiuiui, uiuiui. Was? Für 7 Cent verkauft? Verdammte Axt, wenn ich das gewusst hätte, den hätte ich gekauft sofort. Ja. Ah, der wird noch steigen. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber die hier, die ist auch so eine Enttäuschung. Ah, die ist jetzt gerade an ihrem Höhepunkt scheinbar mal wieder angekommen, aber man kann sie behalten. Das ist eine Wooden Door, glaube ich. Ja, Wooden Door, ja. Wie sieht's hier aus? Garagentore gehen eigentlich immer, weil Garagentore echt cool sind. 1,72 Euro wäre auch okay, aber ich behalte die erstmal, die Tür. Verkaufe ich irgendwas? Ich will eigentlich nichts verkaufen, um ehrlich zu sein. Gucken wir jetzt mal hier, das war doch auch mal irgendwann richtig im Keller. Guck mal, 41 Cent verkauft. 71 Cent verkauft. Jetzt mit seinen, wie viel Cent... Ist die 89, 93 ist die eigentlich schon recht hoch. Oh, jetzt gucken wir mal meinen Hammer. Ah, 2,84 Euro. Weil der ist einfach zu geil. Der Brain Eater Hammer, der ist einfach zu geil. Den muss man behalten. Okay, ich habe jetzt genug Blödsinn gequatscht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.